Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Unbound. Weiter geht's mit unserer Story. Und heute gucken wir uns den Takeover zum ersten Mal an. Wo gehen wir da erstmal hin? Hier hin? Ja. Machen wir mal, damit wir es auch mal gesehen haben. Oder? Ja. Klingt auf jeden Fall gut. Wir haben hier auf jeden Fall auch ein B-Rennen, was uns später nochmal 5000 Moneten in die Taschen spülen wird. Und ansonsten können wir, glaube ich, nicht wirklich an Rennen teilnehmen. Also zwei Rennen nur heute. Zumindest in der Nacht. Ja, gucken wir danach, wie es mal weitergeht. Ja, ich glaube, das heutige T-Shirt passt sich zumindest rein optisch sehr gut dem Spiel an. Werte Damen und Herren, macht mal Lärm. Hey, Speedy, schnapp dir Stift und Papier. Ich hab irgendwie die Hände voll. Einen wunderschönen Dave Gaming. Echt? Wusste gar nicht, dass du beim Zirkus bist. Ich lass dir mal reden. Oh, klar. Dann merkt ihr einfach alles ganz genau, was ich jetzt sage, okay? Events mit hohem Einsatz sind teuer. Das Preisgeld ist hoch, das Risiko aber auch. Bei Duellen fährst du gegen eine andere Person und zeigst der, wie der Hase läuft. Beim Marathon ist ganz Lakeshore dein Spielplatz. Dann gibt es noch die Rennen. Sieger kriegt alles, Langstrecke, bis zum Tod. Wie bitte? Was? Bis zum was? Wollte nur sicher gehen, dass du zuhörst. Kurz gesagt, viele Events, was? Viel Geld zu verdienen. Also mach schon. Was hat sie gesagt? Und ein kleiner Tipp aus meinen 3 Jahren Clown College. Mach sie scharf auf mehr. Du warst auf dem Clown College? Merkt man gar nicht. Ja, also long story short, es gibt Rennen, Driftrennen und es gibt den Takeover. Takeover auch nette Disziplin, wie gesagt. Vielleicht muten wir diesen Part, damit ich das Video auch weiterhin monetarisieren kann. Die Musik dürfte gar nicht so super wichtig sein. So, Takeover. Also, ihr kriegt Punkte für Boost. Spart euch unbedingt den Boost. Oder ein bisschen Boost zumindest auf. Wenn der Multiplikator anfängt zu blinken, dass ihr dann ein bisschen was nutzen könnt, damit der Multiplikator nicht weggeht. Wichtig. Und ansonsten macht einfach Tricks, rammt Objekte und so weiter und so fort, damit ihr Punkte sammelt und trefft nicht die X-Dinger. Der Modus fühlt sich halt viel weniger dynamisch an, als es wahrscheinlich planmäßig sein sollte. Ich kann mir vorstellen, dass man sich gedacht hat, so, boah, cool, mega krasse Combo-Action, die müssen schnell hier überall durchdriften und keine Ahnung was. Irgendwie ist es einfach so eher so ein Präzisionsmodus geworden. Wo du hin und wieder boosten musst, damit du deinen Multiplikator nicht verlierst. Hier zum Beispiel, so. So, fängt wieder an zu blinken, kurz boosten. Checkpoint resettet übrigens auch, dass der Multiplikator weggeht, also Checkpoint oder Boosten. Und hin und wieder könnt ihr euch übrigens so ein kleines Hindernis mal übrig lassen. Einfach damit ihr, falls ihr keinen Boost habt, den Multiplikator trotzdem nicht verliert. So, gehen wir weiter hier, zack. Zack, 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 zack. Ich glaube, man kriegt auch mehr Punkte, je schneller man durch die Checkpoints durchkommt, aber... Boah. Bis jetzt hat es auch so schon bei mir ganz gut funktioniert. So. Ah, ich habe die Fässer verpasst. Schade.
Hat auf jeden Fall ein bisschen Pünktchen gebracht. Driften bringen natürlich auch Pünktchen und so. Man kann schon verschiedene Sachen machen. Hui! Hier unbedingt die drei Dinge hier mitnehmen. Sehr schön. Und hier kann man, glaube ich, einfach innen bleiben. Ah! Das weg. Das weg. Ah, hier innen bleiben. Let's go. Sauber. Ja, wir haben 108.000 Punkte. Jetzt kann ich auch schnellstmöglich einfach fertig fahren. Easy. Das ist natürlich auch eine Sache. Wenn Mauer berühren den Multiplikator zurücksetzen würde, das würde die Sache nochmal ein bisschen erschweren. Aber so geht's relativ easy von der Hand. Ja, ganz entspannt. The Takeover. Yo, that shit was tight. You did your thing out there. Ja, Mann. War nicht schlecht. Ja, also wie gesagt, Takeover ist okay. Die Strecken wiederholen sich vor allem, was den Takeover angeht, halt relativ häufig. Deswegen würde ich halt nicht unbedingt empfehlen, das jetzt allzu oft zu zocken. Hey, ich habe gehört, du hilfst den Leuten. Okay, dann helfen wir dir. Ist okay, liegt auf dem Weg. Aber klar, bin gleich da. Und wir holen uns damit einen neuen Unterschlumpf. Ja, also. Ach, da komme ich nicht hoch. Das sah ein bisschen aus dem Augenwinkel aus wie eine. Ich habe gehört, die Community hat eigene Herausforderungen aufgestellt. Soll heißen? Wenn du sie schaffst, wirst du bezahlt. Echt jetzt? Das klingt so einfach. Okay. Dann erwarte ich, dass ich heute Nacht auf einem Bett aus Geldscheinen schlafe. Was ist gerade passiert? Takeover. Da wiederholen sich die Strecken leider relativ häufig. Also relativ früh schon. Was übrigens eine Sache ist, die auch bei den normalen Rennen häufiger passiert. Bei den normalen Rennen stört es mich ehrlich gesagt nicht ganz so sehr. Ist nicht schön, aber trotzdem ist halt so. Beim Takeover fand ich es wirklich ein bisschen störend, weil da kommt es ja auch ein bisschen. Also es ist ja so ein kreativerer Modus, ne? So ein bisschen wie Gymkhana in zum Beispiel Dirt. Dirt 2? Dirt 3 hatte ja diesen Gymkhana-Modus. Und es war mir ein bisschen zu sehr. Ja, du bist halt jetzt irgendwie. Kannst du mich schnell von hier weg? Also es ist zu wenig wirklich kreativer Input gewesen dann am Ende. Zu wenig Route finden. Danke. Und so. Solchen Ärger vermeide ich lieber. Ich auch. Aber trotzdem, alles wenn du klar? Immer dieselbe Route also, fährst, dieselbe Strecke, dann ist halt wirklich komplette Repetition so. Da ist ja gar keine Kreativität mehr gegeben. Nein. Nach einer Verfolgungsjagd mit den Cops sorgt das Adrenalin bei den meisten dafür, dass sie nicht mehr die Klappe halten können. Und warum fährst du rein? Ich hab da als Kind diesen Anime gesehen. Okay, also ein Cartoon. Cartoon? Ein Anime ist kein Cartoon. Oh, tut mir leid. Worum ging's da? Um diese zwei Typen in Japan, die in den Bergen Straßenrennen fahren, bis... Initial D. Bam, der eine den anderen hintergeht. Initial D. Ihren Streit bringen sie dann auf die Straße. Wow, sollte ich mir vielleicht ansehen, damit ich weiß, wie es ausgeht. Mach mit das. Oder ohne Tofu? Sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Die Farben, der Stil, unglaublich. Scheinst echt begeistert zu sein. Das war eine völlig neue Welt. Hast du noch nie ein Anime gesehen? Als Kind durfte ich kaum Fernsehen. Soll ich die weiterreden lassen? Ich kann dir ein paar Tipps geben, wenn du Interesse ja, hast. Ja, Death Note. Klar. Attack on Titan. Warum nicht? Es ist toll. Verändert dein Leben. Danke für die Fahrt. Bitte. Du hast mir echt den Arsch gerettet. Kein Problem. Ja, alles gut. Schalte drei Verstecke frei. Was haben wir noch für die Nacht? Führe einen J-Turn während einer Verfolgungsjagd durch. Ja, das kriegen wir doch easy noch hin. Natürlich auch schön, dass wir jetzt gar nicht so weit weg sind von diesem Checkpoint oder von diesem Treffpunkt. Hey, Speedy. Hey, Tess. Oh, Street Art? Sehr schön. Du weißt schon, um mehr Geld zu verdienen. Du willst mich echt komplett ausquetschen, oder? So läuft das hier. Hohes Risiko, hohes Preisgeld. Den Mutigen gehört die Welt, Speedy. Ah, ich dachte, die hat jetzt eine Verfolgungsjagd für uns. Ja gut, das ist natürlich belastend. J-Turn machen wir auf jeden Fall noch. Nach der Nacht wird ja eh unser Heat-Level nochmal resettet. Und wir dürften, glaube ich, dann genug Kohle haben. Ah, okay, nee, Plakat, schade.
Kann ich das überhaupt mit dem Eclipse machen, den J-Turn? Weiß ich gerade nicht. Ist eigentlich der J-Turn dasselbe wie ein U-Turn? Nur für Leute, die halt gerne andere Buchstaben benutzen? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Nee, Polizei, alles gut. Hier ist niemand. Hier ist niemand, alles gut. So, Box, 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 Box. Ich meine natürlich Treffpunkt, Treffpunkt. So, und jetzt gucken wir mal, wie das Rennen hier läuft. Ist aber kein Drift-Event, oder? Nee, Riding the L. Gegen Justitia eine Wette. Machen wir. Und ab dem nächsten Tag haben wir hoffentlich jetzt ein A-Auto. Wir haben ja jetzt dann doch ein bisschen Kohle dann. Sollte hoffentlich reichen für ein A-Auto. Wird auch wirklich langsam Zeit. Weil wir müssen dann auch noch ein bisschen Kohle ansparen für das Wochenende-Event. Wichtig. So, Justitia. Lass mich mal bitte vorbei, danke. Schon abgezählt. Ja, ich kriege am Ende des Rennens 7450, glaube ich. 7000 weil Rennsieg und 450, weil ich dich besiege. Oder 550, keine Ahnung. Der erste Platz steht mir am besten. Wie will man es wissen, wenn man ihn noch nie hatte? Hehe. Haja. Sehr fieser Dave, ich weiß. Hupen. Sie wollen einen McRib und eine Pommes klein. Wenn die Bestellung richtig ist, hupen Sie bitte kurz. Warum hat mir dieser beinahe Unfall fast anderthalb, zwei Balken gebracht? Crazy. Nö. Weißt du, wie jeder Formel 1-Fan über Lewis Hamilton nach 2020 so. Weg vom ersten Platz! Der dachte sich bis kurz vor Schluss so, nö. Wir sind raus! Ja, ihr seid raus. Das ist natürlich schade. Da gibt es ja gar keine nachfolgende Verfolgungsjagd, das ist ja. Alter, dein Gesicht ist erbärmlich. Wer hat das überhaupt gesagt? Keine Ahnung. Trotzdem. Noch bin ich unbesorgt. That's what she said. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, oh nein, 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 nein. Alter, are you kidding me? Das Geld gehört mir. Sagt nichts, Leute. Nee. Es ist zu früh, Leute. Es ist zu früh. Too soon. Bist du bereit? Du klingst ja fast wie SpongeBob. Ja, mega geil. Nö, aber ich bin gerade sehr gechillt unterwegs. Ey, ich enjoy gerade so ein bisschen Need for Speed, weil das ist so ein bisschen wirklich gerade leger zurücklehnen, sich wohlfühlen mit einem Game. Es hat am Anfang so seine Unzulänglichkeiten, das Spiel. Ich sag, wie es ist. Aber da ich ja jetzt im Stream auch extrem weitergezockt habe, weiß ich so ein paar Sachen, die ich umschiffen sollte. Auch hier der Hinweis, nehmt nicht den Honda Civic als Startauto. Nicht den Honda Civic als Startauto nehmen. Und sonst enjoy ich das Spiel gerade maximal. Also wirklich. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Genießbar gerade das Game. Macht sehr viel Laune. Ne, warum? Ne? Die Streife hilft euch aus. So, wunderbar. Ich sollte den Sprung in dieser Runde aber vielleicht nicht mitnehmen. Noch bin ich unbesorgt. Weil sonst crash ich eventuell wieder. Hola! Ich mag's halt vor allem auch, dass du Kurven nehmen kannst, ohne zu driften. Das ist wirklich etwas, was für mich ein absoluter Segen ist. Es ist keine Forza Horizon 4 oder 5 Fahrphysik, aber
Sie funktioniert gut genug, dass sie wirklich Fahrspaß hervorruft. Es ist wirklich, wirklich mindestens akzeptabel bis hin zu echt passabel. Wow, ich reime ja richtig krass. Liegt es vielleicht an meinem T-Shirt? Weiß ich nicht. Abfahrt. Ach, Polizeiverfolgungsjagd geht weiter. Können wir direkt mal testen, ob wir einen J-Turn machen können während der Verfolgungsjagd? Doch, doch, doch. Nicht mit dem Finger so machen. Nicht mit dem Finger wiggeln. So. Und wir haben jetzt auf jeden Fall einen höheren Fahndungslevel. 7000. Wette gewonnen. Ach, mein Controller funktioniert nicht, weil ich ganz kurz wieder meine Pedale leicht angetreten habe. Das ist auch echt wild, dass dann... Ne? Strange. Egal, wie dem auch sei. So, let's go. Kurz mal den Homer Simpson machen. Donut. Heißt der Digga, ob das Donut war? Ich glaube, wir müssen gleich aufgeben. Wollen wir mal ein bisschen langsamer probieren jetzt? Spitzenleistung. Was? Die Zielperson entkommt uns. Weiß nicht, war rückwärts mit 50 km/h und da killt die Verhaftung oder was? Are you kidding me? Okay, ich glaube nicht, dass ich in diesem Auto einen vernünftigen U-Turn machen kann. Anyway, man muss nicht alles haben im Leben. Verstärkung ist in der Nähe. Dranbleiben. So, dann folgt mir mal hier. Alle Einheiten. Zielfahrzeug fährt Richtung Apollonia District. Ja. Könnte wahr sein. Ich habe keine Ahnung, wie die Bezirke hier heißen. Das ist entspannt. So, gehen wir ab in die Garage. Wir haben eh nichts mehr in der Nacht zu tun. Wagen hat uns in University Central abgeschüttelt. Richtig. Das wollte ich gerade auch sagen. Er hat es mir vorweggenommen, leider. Oh, Weitsprung. Ich will Let's go. Und nach Hause. Mein Kind hat Geburtstag. Alles Gute. Why? Das ist fies. Ich war gerade so in einem nicen Flow drin, weißt du? Sprung, bam, keine Ahnung was. Und dann, nö. Need for Speed be like, nope. Das ist aber echt entspannt, wie man hier zur Garage kommt. Easy. $9,150. Ich glaube, 20.000 Antrittsgeld brauchen wir. Also auf A-Tune und dann nochmal 20.000 sammeln. Passe deine Herausforderung jederzeit an. Nerv nicht. Der Gegner möchte sie glauben lassen, dass Fortschritt nur durch den Blick in die Zukunft entsteht. Ich habe jedoch in den letzten 4 Jahren bewiesen, dass Fortschritt entsteht, wenn wir auf die Vergangenheit zurückblicken und die Zukunft im Auge behalten. Unsere Vergangenheit prägt unsere Zukunft, so wie die Vergangenheit einmal unsere Zukunft gewesen ist. Stimmen Sie für Bürgermeisterin Morgan Stevenson. Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Lakeshore. Das kommt ja gar nicht schräg rüber. Ja, Menschen, ne? Wenn du echt glaubst, dass das Jeans das beste Restaurant der Stadt ist, bist du verrückt. Glaub mir, das ist es wirklich. Im Norden gibt's da diesen kleinen Laden. Alfredo's? War mal da. Ist aber nicht so gut. Im Ernst jetzt? Absolut. Dann weiß ich jetzt, was ich heute Abend esse. Klingt gut. Geht auf mich. Komm mal kurz in Woche 2. Irgendwann gab's hier, glaube ich, mal ein Auto, das man gewinnen konnte. Das war ein ziemlich gutes Auto. Kleines Foreshadowing schon mal. So, wollen wir schon mal das erste Rennen hier fahren? 3000 gewinnen. Dann müssen wir hier 750 Startgeld zahlen für... Also 1500 Profit machen wir da, das ist ja nix.
4500. Ach, das ist ein Drift-Event. Never mind. Weißt du? Jetzt haben wir ein Stufe B-Rennen, was 5000 plus macht hier direkt. Es ist aber bitte kein Drift, oder? Nee, es ist ein Speed-Rennen. Ey, wir nehmen nur noch das Speedrennen mit. Und ich stufe das Auto auf B wieder zurück. Ganz kurz. Das Ding ist halt, man muss immer Einsatz und Gewinn gegenrechnen. Okay, eh. Das ist eh Drift-Event. Aber im Drift-Event gewinne ich 4500 und bei dem anderen Event jetzt gewinne ich jetzt definitiv noch mehr. So, Teile. Was montieren wir hier weg? Boah, das zieht viel ab. Das zieht alles eine Menge ab. Oh mein Gott. Heftig. Bremsen sind schon schlechter. Verfügbar. Ha! Die würden nur geringfügige Anpassungen machen. Eieieiei. Boah, Leute, wir haben echt schon ein krass getuntes Auto. Ich muss den Turbo wieder wegmachen. Krass. Dann machen wir den Standard-Turbo nochmal dran. Ja gut, also für ein B-Rennen machen wir das jetzt auf jeden Fall. Ich habe nicht mal genug Kohle. Oh Gott. Okay, dann müssen wir das Straßenrennen fahren. Dann können wir... Dann machen wir 1500 gewinnen. Ich habe nicht genug... Boah. Oh, ich habe eine Idee. Let's go, wir machen das. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das alles hin. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ganz entspannt. Chemise hier. Hey. Wie geht's dir? Hab dich letzte Nacht beim Takeover gesehen. Du könntest etwas Training gebrauchen. Wow, direkt zur Sache, was? Rydells Protégés können immer Training gebrauchen. Und wow. Er hat einen Ruf zu verlieren. Ich hatte wirklich nicht vor, seinem Ruf zu schaden. Gut. Ich weiß, wo das Takeover heute Nacht stattfindet. Warum übst du nicht eine Runde? Danke, Shimizu. Ja, machen wir nicht. Alles gut. Sagt dir der Name Alec was? Ja, der Name Alec sagt mir was. Also, das Geld für das Lakeshore Grand stammt wohl von ihm. Er setzt drauf, dass Yes gewinnt. Wie schnell ist der Wagen genau, den du für sie gebaut hast? Sehr. Und sie hat ihn für mich gebaut. Du klingst, als hätte ich einen Nerv getroffen. Ich überlasse dich mal deinen Gefühlen und etwas traurigem Hip-Hop. Bis dann, Speedy. Also, Takeover-Training machen wir nicht. Wir werden ein, zwei Collectibles sammeln. Ganz easy. Dann haben wir 500 Dollar. Oh, stimmt. Und die Wette können wir auch gewinnen. Nice. Ah, nicht genug. Ja. Oh, ich bin die Turbo geholt. Warum? Ich bin so doof. Egal. Let's push. Dann zeig mal, was du kannst. Wir kriegen das schon hin. Alles entspannt. Im Zweifel ist halt die Folge ein Ticken länger. Ich glaube, da hat keiner von euch ein großes Problem mit. Tiramisu. So. Ah, schade. Wir hätten hier direkt das Schild mitnehmen können. Mit einem besseren Start eventuell schon sogar. Nicht schlecht, aber ich bin besser. Was drauf, das muss ich dir lassen. Danke. Und zwar jede Menge Zahnbelag. Oh, das war mein Fehler. Hey, du bist gut. Ich hatte keine Ahnung, wo die Strecke da weiter verläuft. Hab ich versiebt. Ist auch okay. So, nächsten Kurven gehören eh uns. Und dann geht's gleich wieder in Richtung B1, Dave. Let's go. Verdammt, diese Typen wollen uns das Rennen vermiesen. Zentrale, ich fahre den Streetracern hinterher. Ich muss gestehen, du fährst echt gut. Danke. Ehrenhaft. Und wahrheitsgetreu. So, sagte er nicht zuletzt Charles Leclerc. Dave is quick. Aus Freude erstmal Autokorso machen hier. Let's go. Oh, da haben wir Street Art. Warte, ich hol's mal kurz ab. Leute, könnt ihr kurz warten im Rennen auf mich? Nee, warten sie nicht. Schade. Ja, wir können natürlich auch der Polizeiverfolgung nochmal entkommen. Dadurch kriegen wir auch nochmal ein bisschen Kohle.
Round 2000, glaube ich, zum Einsetzen. Ja, Rennen gewinnt man nicht in der Startlinie. Bitte allen Simracing-Menschen Bescheid geben. Danke. Da haben es manche immer noch nicht gelernt. Gerade bei 24-Stunden-Rennen oder so finde ich es super geil, wie energisch Leute teilweise reinhalten. Ey Leute, das Rennen geht 24 Stunden. Wenn du am Start eine Sekunde gut machst oder so, klar, es kann theoretisch den Unterschied machen, aber praktisch, nee, wäre Quatsch, da einfach maximal aggressiv reinzugehen. So. Also, wir setzen uns hier den Wegpunkt. Und ich hoffe, dass ich auf dem Weg dahin einfach ein Collectible noch finde. Weil wir brauchen anscheinend nur ein Collectible. Und dann haben wir tatsächlich 2000 Dollar dabei. Plus 150 auf der hohen Kante, also das könnte alles passen. Fahren wir mal hier fernab der Straße kurz. Oh, da ist was, da ist was, da ist was. Aber wo? Wo? Geh mal aus dem Weg. Ach, da. Easy one. Hallo, Teddy. War selten so froh, einen dieser hässlichen Bären zu treffen. Also man muss halt echt sagen, die sind wirklich hässlich, ey. Also keine Ahnung, was sich der Designer da gedacht hat, aber tut mir leid, die sind halt wirklich hässlich. Ja, Bro, du läufst auch einfach durch die Prärie. Lauf doch mal auf einen vernünftigen Ort. Keine Ahnung. Na gut, Autobahn jetzt vielleicht nicht, aber irgendwo anders. 2000 Dollar haben wir. Sauber. Damit haben wir jetzt das Antrittsgeld definitiv eingesammelt. Wunderbar, wunderbar. Da hinten jetzt nochmal Gold Gate Bridge durchqueren. Ah, stimmt. Die Stadt, in der das Spiel wohl fiktiverweise spielen soll, ist wohl Chicago. Interesting, danke für die Info auch da. Ja, ist auf jeden Fall relativ trist. Ich muss sagen, ich kann eh verhältnismäßig wenige US-Städte nur auseinanderhalten. San Francisco so ein bisschen dank Driver San Francisco. New York. Gut, hat eh ein paar Markenzeichen hier und da. Los Angeles wird schon vielleicht ein bisschen schwieriger für mich. So, 2000 einsetzen, 7000 gewinnen. Wette von 550, kann ich das machen? Ne, 400 ist das Maximum, was ich wetten kann. Dann setzen wir mal hier gegen Obi. Obi, hier kommt der Genuss. Ich müsste mich wirklich mal Hornbach nennen im Spiel. So, let's go. Jetzt aber schön flott das Rennen hier. Fertig machen. Gegner fertig machen. Das klingt fast schon wie so eine Kristall-Hommage. Aber ja, ich darf das. Hola, Senor. ¿Qué tal? Ui. ¿2K eingesetzt? Aktuell würden wir 6K gewinnen, plus die Wette. Läuft. Ich versuch's mal mit einem Manöver. Die Fahrerinteraktion finde ich teilweise aber auch echt ganz geil. Ich mache mich ja über manche Sachen lustig. Aber vorhin, als die KI auch mal meinte, ey, das war jetzt mein Fehler, obwohl es eigentlich mein Fehler war, fand ich es dann eigentlich doch schon ganz cool, dass man da ein bisschen Interaktion hier und da hat. Also, ist doch durchaus ein netter Gedanke. Die Streife hilft euch aus! Es ist halt manchmal in der Umsetzung halt ein bisschen hakelig, aber da muss man auch fairerweise sagen, es ist auch teilweise echt schwierig, sowas nicht unangenehm rüberzubringen. Gerade bei sowas wie, keine Ahnung, Radio zwischen zwei Fahrern. Also, stell dich mal vor, das gäbe es in der realen Formel 1. Wie unfassbar cringy wäre das denn bitte? Eieieiei. Furchtbar. Deswegen im Verhältnis zu dem, was sein könnte, ist es doch relativ harmlos. Wurde mir die Tankstelle gerade nicht als Entdeckung angerechnet? Schade.
Hältst du das doch durch? Ja klar, du Lurch. Wow, Alter. Jetzt hat er die miesen Rhymes, ey. Mir fällt kein Reim ein auf durch. So sehr ich meine Stirn zerfurch. Bodo Wartke. Absolutes Genie. So. Easy peasy lemon squeezy. $5,300 Gewinn. So. Gehen wir zurück. Da haben wir unsere nächste Garage. Und mir wird es weiterhin als J-Turn anerkannt und nicht als als Donut und nicht als J-Turn. Ein bisschen Ballisto, aber hey. Ist okay. Ist okay. Ich nehme es nicht so persönlich. Alles gut. Meine gestresste Phase ist vorbei. Ab jetzt bin ich der komplett in mich ruhende, ganz entspannte Dave. Hallo! An alle, wir wurden gerammt! Aber auch der Dave möchte manchmal ein bisschen Spaß haben. Was denn? Guckt mich doch diese an, Leute. Ist doch alles entspannt. Leute, das ist eine Straße, das sah aus wie ein Parkplatz. Guck, selbst das Spiel war verwundert gerade. Kurzer Schluck auf. Was? Das ist eine Straße? Weird. Übrigens tue ich mich aktuell echt schwer, schöne Thumbnails zu machen mit abwechslungsreichen Motiven. Es tut mir leid, aktuell kann ich euch einfach nur den Mitsubishi Eclipse zeigen. Ist jetzt auch nicht unbedingt der abwechslungsreichste Anblick, aber es ist halt ein Auto. Kann ich auch irgendwas anderes zeigen? Mein Gesicht als Thumbnail oder so. Ich weiß nicht, ob es euch gefallen würde. I don't know. Ich habe ja eh nicht unbedingt, glaube ich, rein optisch die höchsten Qualitäten. Dafür habe ich andere Qualitäten. Na, AMG bald vielleicht zum Beispiel. Ja. So. In Maßstab 1 zu 18. Richtig geile Karre. Ich war ganz ehrlich. So. Es ist super mit der Werkstatt wieder in der Leistungstuning. Guck mal, was können wir noch für Teile hinzufügen? Ach Quatsch, doch nicht so viel. Den ganzen Tag in der Werkstatt an den krassesten Karren in ganz Lakeshore schrauben. Ja, Mann. Ehrenmann. Das eine Mal, als ich mit dem aufgemotzten DeLorean durch die Stadt gefahren bin. Echt? Cool. Ich tu mal so, als hättest du das nicht gesagt. Alter, come on, DeLorean. Rudi, das muss man kennen. So. 191. Damit sind wir, glaube ich. Ich glaube, das ist repräsentativ. Wir sind knapp über der Mitte von A. Das ist okay. Geht A bis 219 oder 29? Weiß ich gerade nicht mehr. Ist auch egal. So. Und der nächste Tag. Nee, die nächste Nacht. Hält gute A-Rennen für uns bereit. Also, Bro, are you serious? Guck mal, wie viele B-Rennen wir hier haben plötzlich. Was geht ab? 5000 Gewinn allein hier schon. Wäre ganz geil. Wäre nicht schlecht. Also ein B-Auto zu haben, wäre auch profitabel durchaus. Drift-Event, Takeover, alles lame. Wir fahren nur dieses eine Rennen. 12.000 Win. Easy. Nehmen wir mit. Nehmen auf jeden Fall mit. Ja, aber das machen wir dann in der nächsten Episode. Werte Damen und Herren, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser Ausgabe von Need for Speed Unbound. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne noch oben da, gerne ein Abo raus, beim nächsten wieder dabei sein. Dann wird dieses Auto weiter auf A hochgezüchtet. Und außerdem werden wir ein wunderschönes Rennen haben, wo wir richtig viel Kohle verdienen werden. Hoffentlich. Bis demnächst. Ciao.